Servus. Servus, grüß euch. Spontanvideo. Spontanvideo, und zwar sind wir heute bei der Lechenburg in Göttlingen, der Gemeinde Lang, Jös. Ja. Und ja, ich drauf gestoßen bin ich durch diese Schummierung im Steiermark Atlas. Man hatte nichts Besseres zu tun auf der Arbeit. Die Burg ist schon recht lange verwaist. Seit 1434 steht hier, dass es bereits eine verlassene Burg war. Also. Genau, also dort schon urkundlich als verlassen erwähnt worden ist. Ja. Ja. Ansonsten hat man das Übliche, es wurde geschenkt, gekauft, verkauft, hinhergegeben. Ja. 25.000 Mal den Besitzer gewechselt und ja. Dementsprechend haben wir jetzt auch nichts vorbereitet, was wir größer oder mehr darüber erzählen können. Es ist sonst auch nichts bekannt, was man da herauslesen kann. Ja. Nur Mauern hat es länger gegeben, Mauerwerk, und es ist zum Beispiel immer für die neuen Häuser in der Umgebung verwendet worden, und zum Beispiel um 1700 für den Neubau der Kirche in Lang. Mhm. Ja, wir müssen in diese Richtung und diesen Weg entlang. Das heißt, wir starten an. Kulturwanderweg ist das. Sogar. Kulturwanderweg. Oh, das passt ja noch besser zusammen, ne? Ja. Sehr gut. War spontan uns. Ja. Und da ein schöner Tag heute. Es ist nicht zu kalt, es ist schönes Frühlingswetter. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir gehen einfach einmal da ein bisschen das erkunden, schauen, was wir dort finden. Und dann seht ihr da, wir haben dort eine Burg. Aufgefahren, nichts erwartet, aber ist das riesige Schild. Das riesige Schild, ja. Wahnsinn. Die Lechenburg. Na dann, sehen wir uns mal bei der Burg. So ist es. Bis gleich. Ciao. Wir haben den Eingang der Burg erreicht. Mhm. Und zwar, man erkennt hier einen Türengraben. Den Graben. Also, tiefer Graben. Tiefer Graben. Zieht sich von hier bis ganz nach hinten. Und die Gräben, es sind eigentlich zwei. Es sind zwei Gräben. Sie treffen sich hier. Hier ist der nächste Graben. Bis dort hinter. Da kämen wir vielleicht auf die Bäume, aber so ist besser. Und zwar hier erkennt man schön, zack, zack, den Graben. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur eigentlichen Burg. Zur eigentlichen Burg und zum eigentlichen Haupteingang, ja, sozusagen. Und zwar, keine Ahnung, wie man das erkennt, nur nicht so schlecht. Wir befinden uns jetzt hier, Spiegel ist ein bisschen schlecht, und wir gehen jetzt da Richtung Burg. Das ist genau der Eingang davor. Genau, wir sind schon beim Eingang. Und beim Eingang. Und da kann man schön die Ecke sehen. Was ist da drüben? Das ist echt cool, muss ich sagen. Ja? Wow. Wunderschön sogar noch erhalten. So ein schöner Graben. Da auch. Wunderschön, hä? Kaum. Ja, irgendwie kaum zum Glauben, ehrlich gesagt, oder? Ich glaube man gar nicht, dass hier eine Burg gestanden ist. Und man erkennt da hinten sogar ein Grabenschein. Mhm. Da. Das. Warte mal, schauen wir mal, was das ist. Das kennt ihr die Zisterne. Da erkennt man. Zack, zack, zack und los. Okay. Im Nordosten ein bisschen weiter graben den ehemaligen Wohnturm. Das war der Wohnturm. Oder? Ich glaube schon. Also das hier war der Wohnturm? Ja, das wird der Wohnturm gewesen sein, ja. Also der war nicht groß. Mein Zimmer ist größer. Ja. Gut, wir können es jetzt genau sagen, jetzt natürlich auch schon erodiert ist auch. Ja, das ist auch wieder mal. Man erkennt ja auch das außerhalb noch einmal den leichter Graben verloren. Ja. Das ist dann aber das ist dann noch einmal kleiner Graben. Das kleine Graben. Das ist eigentlich wirklich perfekt. Aber so wunderschön. Immer rumgeht, das ist die Treppe. Es ist selten, dass man so schön sieht eigentlich. Ja, ja. So einen Burggraben und generell, ja, dass man das so schön sieht. Warte mal, weil das Burg ist, kann mir erinnern. Aber das ist vermutlich die Zisterne oder der Brunnen gewesen. Ja. Und das wird auch so schön sein. Ja. In der Brunnen oder Zisterne oder sowas in der Art. Aber eigentlich recht sehr klein eigentlich, die Burg, ne? Ja, klein, aber fein. Ja. Aber wie gesagt. Gut zum Verteidigen. Hinten hast du einen schönen Hang gehabt. Das stimmt. Und ja. Wie gesagt, dafür, dass es wirklich schon so lange verlassen ist. Erkennt man es noch recht gut. Ja. Die Umrisse der Mauern. Wie gesagt, leider es ist
gibt nicht sehr viele Aufzeichnungen darüber, weil sie eben schon so früh verlassen worden ist. Es gibt nicht einmal urkundliche Erwähnung, wann sie aufgegeben worden ist. Na, nur, dass sie bereits verlassen war, 1434, wie vorhin schon gesagt. Ein wenig über die Geschichte gelernt. Auch wenn es nicht viel darüber bekannt ist. Man, das gleiche wie bei der letzten Wanderung, die wir gemacht haben, den Sagenweg im St. Martin im Sundal. Also, wo wir am Taborkogel unterwegs waren. Da, genau, da hat man nämlich auch sehr gut den Graben. Den Graben gefunden. Genau. Also, das Video können wir euch da dazu verlinken. Dazu verlinken und vor allem empfehlen. Also, wir haben leider die Burg selber nicht gefilmt. Ja, die haben wir leider nicht gefilmt, aber den Weg, ist auch sehr geschichtlich interessant, auch wenn es Sagen sind. Ja. Genau. Und den Weg werden wir auch noch gehen, weil es gibt nämlich einen historischen Wanderweg, den wir auch noch gehen werden wahrscheinlich. Mhm. So wie da diesen Weg, den Kulturwanderweg. Werden wir vielleicht auch noch machen. Es gibt ja bei uns sehr viel alte Hügelgräber, es gibt sehr viele Hügelgräber bei uns. Ja, und generell sehr viel archäologisch Interessantes bei uns zu sehen, ob Hügelgräber sind, alte verlassene Burgen, Ruinen oder sonstige Ausgrabungsstätten, die vielleicht weniger bekannt sind, nur Überreste sind. Ich meine, wir wohnen immer da. Und wir haben nicht einmal gewusst, dass es da in Lang, beziehungsweise sagen wir Langlebring, eine Burg gegeben hat. Bis heute, ja. Jetzt haben wir herausgefunden, da hat es eine Burg gegeben und jetzt stehen wir mittendrin da, so rundherum, ne? Mitten in der Burg. Ich meine, man erkennt nicht so viel, aber naja, also da den Graben vom Wohnturm. Gut, man muss sagen, es ist ziemlich erodiert, ich meine, es sind doch wahrscheinlich 600 Jahre, mehr als 600 Jahre Erosion. Kommt dort nicht was zusammen, aber dafür sieht man wirklich den Burgraum noch schön. So ist das. Dann würden wir sagen, wir hoffen, euch hat unser kleines Video gefallen. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, wo der Link über die Burg verlinkt ist. Der Link über die Burg ist verlinkt. Der Link über die Burg ist verlinkt. Mehrere Infos sind dort verlinkt. Ja. Und ansonsten abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Und natürlich liken. Und die Glocke setzen, wenn ihr abonniert habt, weil dann macht es bling, sobald wir ein neues Video hochladen. Sofern YouTube es möchte. So ist es. Und sonst haut rein, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Video. Ciao.